Big Data Minds 2016. Ich bin Peter Haag von WeConnect. An meiner Seite steht Professor Hagen. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen und was Sie genau machen? Ja, ich bin Juniorprofessor für Big Data Analytics an der Bauhaus-Uni in Weimar. Arbeite da mit Doktoranden zusammen, die vom BMBF gefördert werden, also vom Bund, an Fragen, die kleine und mittelständische Unternehmen interessieren im Umfeld von Datenanalyse. Der Name Big Data Analytics, der ist natürlich gewählt worden, um besonders sexy zu klingen und Leute auf uns aufmerksam zu machen. Wir machen verschiedene Dinge, arbeiten mit Text, arbeiten mit Sensordaten, arbeiten mit Daten aller Art. Sie sind ja der erste, soweit ich weiß, Deutschlands erster Lehrstuhl für Big Data. Genau, es ist kein richtiger Lehrstuhl. Also ich hätte gerne einen Lehrstuhl, weil das bedeuten würde, dass das alles ein bisschen permanenter ist. Aber wir waren die erste Arbeitsgruppe, die das so genannt hat, Big Data Analytics. Wir sind nicht die Ersten, die in dem Bereich arbeiten. Es gibt natürlich an jeder Uni mittlerweile jemanden, der das macht und an vielen Unis auch schon Leute, die das sehr lange machen. Aber dadurch, dass wir eine neue Arbeitsgruppe gegründet haben, konnten wir den Titel frei wählen und war, glaube ich, keine schlechte Marketingentscheidung in dem Fall, ja. Eine Ihrer Ziele, Ihrer Forschung sind, neue Datenanalysen zu entwickeln. Was genau verbirgt sich dahinter? Was genau machen Sie? Ja, wir versuchen eben gerade mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, die selber keine eigene Forschungs- oder Vorlaufabteilung haben, zu beantworten, was die mit ihren Daten eigentlich machen können. Also jeder sammelt mittlerweile Daten. Ein großes Standbein von uns ist unstrukturierte Textdaten. Da haben wir Partnerfirmen, die im Bereich Enterprise Search unterwegs sind. Da hat man eben nicht, wie bei den Googles oder Bings, Milliarden Interaktionen am Tag, sondern viel weniger. Wie kann man da aus dem Nutzerverhalten was lernen? Kann man vielleicht mit Simulationen was tun? Dann gibt es Firmen, die eher im Bereich Visualisierung interessiert sind. Da gibt es auch eine Arbeitsgruppe in Weimar, die eben Informationen visualisiert. Jetzt nicht nur die Datenanalyseergebnisse, sondern auch den Prozess dahin. Kann man damit Menschen besser Erklärungen liefern, besser die Analyseergebnisse verständlich präsentieren, sodass am Ende die Entscheidungen klarer sein können oder zumindest mit mehr Verständnis auf Seiten des Nutzers, auf Seiten der kleinen und mittelständischen Firmen passieren. Das ist so im Prinzip kurz zusammengefasst, was wir versuchen durch Datenanalyse-Technologie. Natürlich ist das meiste algorithmisch zu erreichen. Also wir arbeiten als Informatiker, wir denken algorithmisch, aber die Probleme, die an uns herangetragen werden, sind eben sehr unterschiedlich. Ist es ein Teil Ihrer Forschung, dass die Unternehmen auf Sie zukommen oder gehen Sie auf die Unternehmen zu? Wie kommt die Kooperation zustande und welchen Mehrwert haben Sie bzw. das Unternehmen davon? Also es sind beide Sachen. Ich spreche aktiv Leute an. Ich bin bei sowas wie hier, sage ich nicht nein, wenn mich jemand fragt. Gut, jetzt zu ihr habe ich schon zweimal vorher nein gesagt, weil es terminlich nicht gepasst hat. Aber ich gehe gerne auf solche Konferenzen, treffe mich mit Firmen. Die Stifterfirmen für meine Stelle sind natürlich auch im Projekt beteiligt. Insofern habe ich ein großes Interesse, mit denen zusammenzuarbeiten. Die stiften meine Stelle. Und darüber hinaus haben wir bei uns Workshops. Der Name zieht so ein bisschen. Also Firmen sprechen uns auch aktiv selber an, weil sie sagen, okay, ihr macht Big Data, wir wollen das auch. Können wir vielleicht irgendwie zusammenkommen? Das ist natürlich oft so, dass das jetzt nicht mit jedem irgendwie klappt, sondern die Erfolgsquote vielleicht 10% von denen, die man anspricht oder so, mit denen entsteht dann was. Und was richtig Dauerhaftes ist natürlich für uns immer interessant, wenn man darüber publizieren kann oder ein Drittmittelprojekt aufstellt. Das ist ja das, was mich am Ende interessiert, Doktoranden finanzieren und wissenschaftliche Arbeit frei veröffentlichen. Wie würden Sie denn für sich oder für Ihren Arbeitsumfeld Big Data definieren? Ja, das versuche ich immer zu vermeiden. Also es wird natürlich oft gefragt, was Big Data. Meine Definition ist, für mich charakterisieren bestimmte Sachen so ein bisschen dieses Big Data Begriff. Also es macht sich jetzt nicht daran fest, wie groß die Daten sind oder so für mich, sondern es ist, dass man so viel mehr über Menschen zum Beispiel weiß oder wissen kann, als wenn man jetzt 50 Jahre zurückgeht oder so. Da haben sich Menschen natürlich auch verhalten, aber keiner hat sich das irgendwie protokolliert, sage ich mal, oder gespeichert. Heutzutage die großen Konzerne, die wissen ja quasi besser über mich Bescheid als ich selber vielleicht. Das ist schon eine beeindruckende Tendenz. Dasselbe gilt natürlich auch für Maschinen, also immer mehr Sensoren werden verbaut, dadurch wird immer leichter vielleicht im Rückblick dann nachvollziehbar, was eigentlich passiert ist. Das kennzeichnet für mich so ein bisschen Big Data und die Frage, wie kann man mit solchen Daten umgehen, wie kriegt man die zusammen, was für interessante Fragen kann man an solche Datenquellen stellen, an die man vielleicht gar nicht denkt, wenn man einfach nur sagt, wir locken erstmal alles mit. Das ist so das, was mich als Wissenschaftler umtreibt. Interessante Fragen finden, die sich dann mit solchen Datenquellen, so wie wir die denn zugreifbar haben, lösen lassen. Stichwort NetSpeak. Was verbirgt sich dahinter? NetSpeak ist ein kleines Tool. Wir sind besonders stolz darauf, weil es robust seit Jahren läuft.
das einem hilft, in einer Fremdsprache, für die man ein gewisses Gefühl hat, gebräuchliche Formulierungen zu wählen. Also im Prinzip, wenn man was schreibt, für mich ist es ein englischsprachiger Text, ist nicht meine Muttersprache, ich habe ein gewisses Sprachgefühl, hatte das 7 Jahre in der Schule, aber bei gewissen Formulierungen bin ich mir unsicher, welche Präposition kommt vor einem Verb oder wie würde man die Wortreihenfolge wählen, sodass Menschen mich besser verstehen. Muss nicht unbedingt heißen, dass ich korrekter formuliere, aber dass ich leichter verständlich bin. Dabei hilft NetSpeak. Man kann kurze Phrasen eingeben, bis zu 5 Wörter, Platzhalter drin freilassen, wo man sagt, okay, ich bin mir über eine Wortstellung nicht sicher, ich möchte ein Synonym vielleicht benutzen, was gebräuchlicher ist. Solche Operatoren nennen wir das, kann man benutzen und am Ende spuckt einem NetSpeak eine Liste aus, was wie häufig im Web vorkommt. Und das Häufigste muss nicht unbedingt das Korrekte sein, aber wenn ich die häufigere Formulierung wähle, formuliere ich so, wie Menschen mich besser verstehen, ist so die Annahme. Für unsere Texte bedeutet das, dass wir hoffentlich bessere Papers schreiben, also die leichter verständlich sind. Die Ergebnisse sind natürlich davon, also die eigentlichen Forschungsergebnisse unbetroffen, aber wir haben auch schon Studien mit Schülern gemacht, die so Lückentexte ausfüllen sollten. Mit NetSpeak sind die eben ein bisschen langsamer, weil die nicht mehr auf Tastaturen tippen können und unser Lab hat halt noch Tastaturen, aber die fangen oder schaffen mehr, solche Lücken korrekt auszufüllen. Das ist das, was uns ein bisschen zeigt, das Tool funktioniert. Wir wollen das jetzt, im Moment funktioniert es für Englisch im Web. Wir wollen das jetzt für verschiedene andere europäische Sprachen erstmal noch ausrollen. Das ist aber immer so ein bisschen ein Problem. Wir verdienen ja kein Geld damit. Und der Doktorand oder mittlerweile Postdoc, der sich da hauptamtlich drum kümmert, der ja, hat eben nicht nur das eine Thema. Deswegen ist kein Produkt, aber wird mittlerweile von mehr als 1.000, 2.000 Leuten, verschiedenen Leuten am Tag benutzt. Und wir analysieren jetzt auch, wie die das benutzen, schauen, ob die lernen oder ob die immer dieselben Anfragen wieder stellen, weil sie eben, ich persönlich beobachte das ja auch, dieselbe Präposition, bei der ich mir unsicher bin, da bin ich mir in 3 Wochen immer noch unsicher, weil ich es mir einfach nicht merke. Ich habe ja das Tool so, manchmal merke ich es mir auch, aber ist das so dieser psychologische Effekt, den Leute so für das Web, man googelt einfach alles, man merkt sich nicht mehr selbst Dinge, sehen wir das auch bei unseren Nutzern? Das sind so Fragen, mit denen wir uns im Moment so ein bisschen beschäftigen. Genau, und das basiert natürlich dann auch auf Big Data, dass die Daten aus dem Web abgezogen werden. Genau, das ist im Prinzip für alle wichtigen Phrasen, die mindestens, das ist ein Datensatz, den Google mal veröffentlicht hat, das, was im Moment online unter netspeak.org zugreifbar ist, sind die Google-N-Gramme. Das ist alles, was Google 2006 mal im Index hatte und was häufig genug vorkam. Die Häufigkeit ist über 42 Mal, also seltenere Sachen findet man nicht. Das sind Milliarden Phrasen. Und für die haben wir eine eigene Infrastruktur aufgebaut, sodass es möglichst schnell beantwortet werden kann, wenn ein Mensch eine Suchanfrage stellt. Wir haben Instant-Sucher, sowas wie das, was man von Google kennt. Sobald man im Moment aufhört zu tippen, kommen Ergebnisse rein. Das haben wir als Data-Management-Plattform sozusagen darunter gelegt. Die Idee ist jetzt sowas wie Google Books, die gescannten Bücher, die gibt es eben nicht nur auf Englisch, sondern in verschiedenen Sprachen mit aufzunehmen. Oder eben auch mal selber das Web zu crawlen und die verschiedenen Sprachquellen dann ein bisschen aktueller als 2006. Das ist mittlerweile auch 10 Jahre alt. Ein iPhone gibt es da noch nicht so richtig drin. Also solche Phrasen aktueller zu halten, da muss man selber ein bisschen crawlen wahrscheinlich. Ein Simulationsmodell, der ideale Nutzer. Hm. Was verbirgt sich denn dahinter? Das geht so ein bisschen wieder zurück auf die, ich meine, so jemand wie Google oder so, der protokolliert jeden Tag von Milliarden Menschen die Interaktion und lernt daraus, was gute Treffer sind, was Menschen weit oben sehen wollen. Wenn ich jetzt aber an ein Unternehmen denke, wie eine Firma, die eine Enterprise-Suchplattform bereitstellt für einen großen Konzern, da gibt es vielleicht 10.000 Nutzer am Tag oder so und vielleicht auch eine mittlere fünfstellige Anzahl Interaktionen, vielleicht nicht viel mehr. Wenn man da jetzt ein neues Interface oder eine neue Art zu suchen ausrollt, dann ist die Frage, spart das den Menschen Zeit, den Nutzern? Kommen die da schneller an die guten Informationen? Und da haben wir uns überlegt, dass wir den Nutzer einfach simulieren. Und der ideale Nutzer ist der, der genau die perfekten Aktionen ausführt, der jetzt nicht auf den ersten Treffer klickt, wenn der nicht relevant ist. Und wir messen, wie viel Zeit der braucht, um sein Informationsbedürfnis zu stillen oder um eine bestimmten Anzahl an relevanten Treffern zu finden. Und wir vergleichen den mit durchschnittlichen Nutzern, die wir auch versuchen zu simulieren, indem wir versuchen rauszukriegen, wie Menschen anhand eines Suchsnippets zum Beispiel, das ist so diese kurze Textinformation, die man eingeblendet bekommt, wie Menschen daran entscheiden, ob das jetzt ein Klick wert ist oder nicht. Dann messen wir auch wieder die Zeit und wenn man jetzt den idealen Nutzer mit dem durchschnittlichen Nutzer vergleicht, kann man so gegenüberstellen, wie viel langsamer ist der durchschnittliche Nutzer, um dasselbe Informationsbedürfnis zu erfüllen oder in einer vorgegebenen Zeit, wie viel mehr schafft denn der ideale Nutzer? Und ein gutes System würde hoffentlich so aussehen, dass der durchschnittliche Nutzer nicht viel schlechter ist als der ideale.
Und ein richtig schlechtes System hat vielleicht eine sehr, sehr groß aufgefächerte Spannweite zwischen einem perfekten Verhalten, was jemand vielleicht hinkriegt, der sich super mit einem System auskennt, und dem, was erwartbar der durchschnittliche Nutzer schafft. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter zum Evaluieren. Wie füttern Sie die Daten mit dem idealen und mit dem normalen Nutzer? Ja, der ideale Nutzer, da weiß ich, muss ich in bestimmten Szenarien einfach davon ausgehen, dass ich weiß, wo die guten Treffer in den Suchergebnissen sind. Also wenn wir jetzt über den Suchnutzer, die Simulation des Suchnutzers sprechen, dann weiß ich einfach vielleicht aus historischen Daten, was war für bestimmte Anfragen wichtig, was waren die relevanten Treffer, und dann klickt der ideale Nutzer einfach nur die an. Und wenn die weit unten stehen, braucht er dafür mehr Zeit. Bei dem durchschnittlichen Nutzer, da kann man zum Beispiel auch sowas wie ein kognitives Modell simulieren, wo ich sage, wenn bestimmte Schlüsselwörter, die in so einer Beschreibung des Informationsbedürfnisses, was jetzt im Prinzip der Mensch im Kopf hätte, wenn die da in einem Snippet auftauchen, dann klickt er das an, wenn das häufig genug passiert ist. Oder er klickt es eben nicht an, wenn das zu selten ist. Und das versuchen wir so ein bisschen zu simulieren. Ist jetzt nicht direkt so, dass ich damit Sie oder mich simulieren kann. Aber wenn ich genug Daten über Sie oder mich hätte, dann kriegt man das bestimmt auch relativ gut hin. Also die großen Konzerne kriegen es bestimmt hin. Wir nicht, wir haben das nicht. Ich will auch nicht wissen, was jemand die letzten 5 Jahre gemacht hat. Aber vielleicht reicht es mir manchmal, wenn ich weiß, was jemand die letzten 5 Minuten gemacht hat, um den besser zu verstehen, um zu wissen, wie ich ihm die Ergebnisse präsentieren könnte. Das ist so ein bisschen die Idee hinter dieser Nutzersimulation, dass man sagt, man benutzt es, um verschiedene Varianten eines Systems gegeneinander gegenüberzustellen und zu vergleichen und zu sagen, ich nehme die, wo der ideale Nutzer super ist, oder ich nehme lieber das, wo die Spannweite zwischen idealen und Durchschnittsnutzer nicht so groß ist. Da ist die Enttäuschung nicht so groß, wenn man nicht schnell genug alles findet, was man wollte. Wo wollen Sie mit Ihrer Professur und mit Ihren Projekten, die Sie in der Pipeline haben, in der Zukunft hin? Also wir machen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, nicht nur mit Text viel. Also Text ist so das, was ich gut finde, weil ich es einfach lesen kann. Die Idee ist jetzt, die Arbeitsgruppe läuft noch 2 Jahre. Meine Juniorprofessur, wie üblich, insgesamt nur 6 Jahre, läuft also jetzt noch 3 Jahre. Ist kein Tenure-Track für Weimar vorgesehen. Also im Prinzip versuche ich mich jetzt zu qualifizieren für andere Stellen woanders. Die Idee, die wir im Moment haben, sind Projekte, die so im Bereich Industrie 4.0 angesiedelt sind. Also kann man mit Sensordatenanalyse, das, was viele machen, besser vorhersagen, wann was kaputt geht. Kann man dem Techniker vor Ort besser unter die Arme greifen, indem man einfach schon Reports vorbereitet? Kann man besser die Ursachen verstehen, wenn ich weiß, was früher mal jemand für Fehler festgestellt hatte, was der dazu auch zum Beispiel in Textform protokolliert hat? Das sind so Themen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, im Sinne von Analyse, nicht nur Text, sondern andere Daten. Und ja, am Ende, im Moment ist mein Ziel, noch in der Wissenschaft zu bleiben. Also mich zieht es irgendwo an irgendeine Uni, die mich gerne haben möchte. Ja. Wie sind Sie zur Veranstaltung gekommen? Also was hat Sie überzeugt, hierher zu kommen? Ja, der Herr Ladwig hat mich mittlerweile, glaube ich, zum 3. Mal gefragt. Vermutlich auch, weil er irgendwie diesen Arbeitsgruppentitel gegoogelt hatte und mich gefunden hat. Die letzten 2 Jahre musste ich immer absagen, da war ich nur woanders unterwegs. Auch vielleicht mal an schöneren Orten, Südfrankreich oder so. Berlin ist natürlich auch toll, muss man ja zugestehen. Und dann habe ich gedacht, jetzt dieses Jahr habe ich nichts anderes vor, fahre ich gerne vorbei. Und das, was mich reizt, sind eben Kontakte mit Firmen, die vielleicht mit uns zusammenarbeiten wollen, die vielleicht im Rahmen von kleineren Projekten ein paar Daten an uns rausgeben können. Wir können interessante Wissenschaft damit betreiben. Und vielleicht ergibt sich das ein oder andere Verbundprojekt, wo man auch ein bisschen Doktorandenstellen wieder an der Uni bezahlen kann. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Networken und danke. Viel Spaß auf dem Event. Danke für die Zeit. Gerne. Ja. Ich habe zu danken.